Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Echo Auto Video. Ich habe meine Bluetooth Box gesucht. Dadurch, dass ich hier umgeräumt habe oder umräumen musste, habe ich die jetzt nicht mehr so schnell wiedergefunden, die ich eigentlich nehmen wollte. Ich habe jetzt eine andere genommen. Ich habe die von, wie heißen die, Dofo genommen irgendwie. Divom. So. Ich lasse das einfach mal so drauf. Ich habe einfach mal mit aus der Bibliothek das Amazon. Und da war so ein Amazon-Logo. Ich habe gedacht, na, das passt ja jetzt. Und hinten ist der Kabel dran. Ne? Also hinten kommt gleich der Kabel ran. Ich habe jetzt schon den USB-Kabel mit dem Strom verbunden. Jetzt werde ich. Den Klinkekabel hier hinten reinstecken. So. Der ist drin. So. Ja, so schnell sollte es eigentlich gar nicht gehen, aber okay. Kann man nämlich noch bearbeiten. Ich hatte das nämlich gespeichert, dass er zum langsamen drehen soll. Dass man halt keinen Drehwurm kriegt. So. Ich denke mal ganz annehmbar. So, jetzt Bluetooth ist an. Jetzt machen wir das. Jetzt packen wir erstmal das Echo Auto komplett aus. Wir haben hier vorbereitet. Ich mache euch nochmal nach unten, damit wir den hier zusammen auspacken können. Also wie gesagt, ich habe ja im letzten Unboxing-Video habe ich die Kabel. Ja, ich weiß, das Kabel, aber es sind jetzt mehrere, es sind zwei, also die Kabel. Also den Klinke und den USB hier reingemacht. Ich habe erst den Klinke-Kabel reingemacht, dann den USB, weil der USB etwas dicker ist. Dadurch hält er hier oben gut fest und lässt den Klinke-Kabel nicht rausrutschen. Hier vorne sind so Plastikschienen mit drin, das habe ich auch so gelassen. Ich weiß nicht, ob man das schon hört. Alexa? Fernseher aus. So. Einer geht jetzt, wie gesagt, zur Bluetooth-Box und einer ist der Strom. Das ist fürs Auto. Das hatte ich ja im Unboxing auch gesagt. Der ist auch mit bei. Ich werde aber einen anderen im Auto nehmen, weil ich habe schon einen im Auto verbaut, einen ziemlich kleinen aus Metall. So, aber jetzt packen wir den erstmal richtig aus und gucken uns den mal richtig an. Und die Merima hat mich da auch auf eine Idee gebracht. Auf die Idee bin ich auch teilweise schon gekommen, dass man so ein Echo Auto, wenn man jetzt nicht unbedingt ein komplettes Echo braucht, irgendwie für das Badezimmer oder für irgendwo, könnte man sich so ein Echo Auto auch im Flur oder was weiß ich wo anbringen. Wenn man da eine Bluetooth-Box griffbereit hat oder daneben stellt, dann ist das, dann braucht man nicht unbedingt ein Echo holen, weil der frisst nicht viel Platz. Dann kann man dann halt. Wartet, ich muss hier das mal abmachen. So. Und das ist halt. Oh, auf dem Magneten ist hier auch das Amazon-Logo. Das finde ich saugeil. So, und dann hält das so. Wir werden den jetzt auch erstmal anschließen. Also wir gucken uns erstmal komplett an. Wir haben auch Gumminippel hier unten. Das hat dann halt praktisch so. Falls man ohne Halterung, weil die Anschlüsse sind ja da. Und wir haben, oh, die haben, daran haben sie auch gedacht, wir haben eine Ausbuchtung hier oben. Wenn man das hier am Magneten hat, ich mache mal nochmal doch die Kabel kurz mal lose. Wenn man das am Magneten hat, man kann es natürlich wegziehen, aber es wird ja dann auch wieder Peripheriegeräte geben. Da kommt man jetzt hier gerade nicht so direkt dran, aber ich denke mal, es wird dann auch Halterungen geben, die hier reingemacht werden. Und dann kann man es, wie ich, an die Decke machen oder so am Himmel beim Auto. Und da wird dann wirklich nur diese Aussparung benutzt. Das ist ja jetzt was drüber. Und dann kann man dann halt das raushebeln. Also daran haben sie schon mal gedacht. Das finde ich schon mal gut.
So. Und jetzt werden wir den mal anschließen. Wir nehmen erstmal wieder ein Klinkerkabel. Ich bin schon echt gespannt. So, und vor allen Dingen, wie die Einrichtung sein wird, weil ich habe da ja schon bei Amazon mehrere Sachen erlebt. So, ist verbunden. Und jetzt der USB. Einmal war es schon automatisch, hat er erkannt, welche IP-Adresse und so. Und wusste, ich bin ich. Ah, hier unten leuchtet es. Achso, ist ja da ein Kind. So, wir... Ja. Sobald du dies sicher tun kannst, öffne die Alexa-App und füge ein neues Gerät hinzu. So, das mache ich jetzt komplett mit euch zusammen. Also ich habe jetzt die Alexa-App geöffnet und dann hier unten Geräte. Ich weiß nicht, ob man das im Video vernünftig sehen kann. Geräte. Da klicken wir jetzt an. Und dann haben wir hier oben, also das sind meine Räume, die ich angelegt habe, wo die verschiedenen Geräte drin sind. Hier zum Beispiel Wohnzimmer. Ja, also kann ich euch ja mal zeigen. Das sind alle Geräte, die im Wohnzimmer sind oder teilweise ein Gerät, was halt mehrere Möglichkeiten hat. Egal. So, zurück. Wir gehen auf ein neues Gerät. Und dann müssen wir uns jetzt ein Alexa-Gerät aussuchen. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur. Nee, Quatsch, bin ich doof. Wir müssen oben beim Pluszeichen drücken. Also praktisch, bin ich doof. Hier oben das Pluszeichen müssen wir drücken. So, Gerät hinzufügen. Jetzt fragt er uns, was für eine Art Gerät wir hinzufügen wollen. Also auch Philips Hue oder was weiß ich. Da gehen wir auf Amazon Echo. Und wir nehmen Echo Auto, da ist auch ein Autosymbol. Nehmen wir Echo Auto. Achtung! Echo Auto niemals während der Fahrt einrichten. Also das ist mir klar. Aber gut, dass sie es sagen. Es gibt bestimmt wieder irgendwelche Leute, die so doof sind und das Ding während der Fahrt einrichten. Befestigen Sie Echo Auto an Lüfter. Steht dann da. Also wie wir den befestigen sollen. Weiter. Und der hat jetzt sogar verfügbar gefunden. Echo und dann halt eine Nummer. Ist der einzige, den er findet. Also wird es der auch sein. So, den klicken wir an. Und dann wird der uns angezeigt. Und wir sagen weiter. Verbinden. Verbindung wird hergestellt. Zugriff auf Kontakte erlauben. So, Amazon Alexa mit Echo Auto verlinken. Ja, verlinken wir was auch. So, ich habe es jetzt verlinkt und alles genehmigt. Sage ich ja. Ziehen Sie das AUX-Kabel vom Echo Auto heraus. Okay. Weiter. Verbinden Sie Ihr Smartphone per Bluetooth. Okay. Stellen Sie Einrichtung Autoradios auf Bluetooth. Ach so. Aha. Stellen Sie Eingang Ihres Autoradios auf Bluetooth. Also ich habe gedacht, wir sind auf den AUX beschränkt. Sind wir gar nicht. Wir können auch Bluetooth nehmen. Passen Sie einen Lautsprecher Ihres Smartphones Autoradios an. Das ist jetzt praktisch der Lautsprecher von meinem Handy, was dann im Prinzip das Auto wäre. Also ich höre ja was. Dein Gerät ist bereit. So, weiter.
So, jetzt arbeitet er wieder. Einrichtung abgeschlossen. Zur Startseite wechseln. So. Können wir jetzt hier natürlich noch einen neuen Küche, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur, Badezimmer, Wohnzimmer. So, können wir jetzt hier noch eine Gruppe hinzufügen? Ich glaube nicht. Na egal. So. Alexa? Okay. So, wir werden das jetzt aber mal Ich muss mal kurz meine Leiser noch, also stumm schalten. Weil im Auto soll es ja auch auf Alexa angehen. Aber halt nicht. Muss ja nicht im Wohnzimmer doppelt gehen. Alexa? Machen wir mal lauter. Sorry. Alexa? Wie geht's dir? Oh, du hast mich gerade in einem Tagtraum erwischt. Ich war gerade in einem alten Western, saß im Saloon, hab gesungen und Witze erzählt. Wenn Leute reinkamen, sagte ich laut Howdy. Hier unten könnt ihr auch sehen, dass ich gerade diese benutze und nicht halt mein Handy. Alexa, wie ist das Wetter in Berlin? In Berlin beträgt die Temperatur 17 Grad Celsius bei Regenschauern. Der heutige Wetterbericht sagt voraussichtlich unverändertes Wetter voraus, mit einer Höchsttemperatur von 20 Grad und einer Tiefsttemperatur von 14 Grad. So, wartet mal, ich werde jetzt mal einfach mal testen. Ach so, sie kriegt ja per Bluetooth-Verbindung, kriegt sie ja jetzt die Verbindung zum Handy. Wenn ich jetzt Bluetooth ausschalte, dürfte sie jetzt auch kein Internet mehr haben. Alexa? Dein Echo Auto hat die Verbindung mit deinem Mobiltelefon verloren. Alexa? Ich konnte die Verbindung mit deinem Mobiltelefon leider nicht wiederherstellen. So, wir machen jetzt Bluetooth wieder an. So. Dann kommt hier auch gleich eine Mitteilung. Alexa, Bluetooth-Gerät, gleich verbunden. Ich bin mir leider nicht sicher. Alexa, spiele Nemesis. Nemesis von VNV Nation auf Amazon Music. Alexa, stopp. Nee, der dort nicht. Alexa, spiele Nemesis, gerechter Zorn. Da bin ich mir leider nicht sicher. Alexa, spiel auf Spotify Nemesis gerechter Zorn. Ich kann den Song Nemesis gerechter Zorn nicht auf Spotify finden. Alexa, öffne Nemesis auf Spotify. Ich konnte keine aktivierten Videoskills finden. Gehe in die Alexa-App, um Videoskills und Geräte zu finden und zu aktivieren. Alexa, spiele Nemesis auf Spotify. Songs von Nemesis werden von Spotify abgespielt. Ach, jetzt. Weil der im Schlafzimmer will, dass ich öffnen sage und der im Wohnzimmer sagt, oh, abspielen. Ah, wird so angezeigt hier. Ich mach mal leiser. So, und hier wird es nämlich jetzt angezeigt, Schnellzugriff für deine Musik. So, und dann kann ich hier zum Beispiel Nemesis. Und wenn ich jetzt hier sage, ich kann jetzt hier praktisch
deine Playlists. Haben wir denn die Nemesis? So, ich weiß nicht, Batterie ist alle gewesen. Also der Akku, müssen wir mal gucken, wo das hier stehen geblieben ist. Also ich habe jetzt hier Musik auf Spotify offen. Schöne große Buttons, also wenn es mit dem Auto so groß wäre auf dem Display, das ist da dann halt ziemlich klein. Das ist so direkt Spotify, was geöffnet wird. Ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, was man hier öffnen kann, das GEMA-frei wäre, dass ich euch das zeigen kann. Das ist das Problem. Nemesis, gerechter Zorn. Doch, da haben wir die von. Hier sind noch ein paar von Nemesis drin. So. Wenn Nemesis darf ich hören, dafür habe ich ja die Rechte. So, ich habe mir das aber auch mal markiert gehabt, eigentlich mit einem Herzen. So. Es kann sein, dass es schon wieder neu drin ist. Wurzeln eine übelst, mach ich jetzt mal. So, das läuft. So, und jetzt machen wir einfach nochmal. Ich mache mal hier das alles weg. Und sag jetzt einfach mal, Alexa, spiele Nemesis gerechter Zorn auf Spotify. Ich bin mir leid. Nee, böser Zwilling war das. Alexa, spiele Nemesis, böser Zwilling auf Spotify. Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Alexa, spiele auf Spotify Nemesis, böser Zwilling. Ich kann den Song Nemesis, böser Zwilling nicht auf Spotify finden. So. Ist da hier Wurzeln ein Übers. Alexa? Alexa? Spiele auf Spotify Wurzel allen Übels. Wurzel allen Übels von der Butterwege von Spotify. Gut, das ist jetzt das nicht. Das machen wir noch leiser. Oh, hört sich gut an. Das werde ich mir auf jeden Fall mal. Autoassistent ausschalten. Ah, okay. Wenn ich den Autoassistenten ausschalte, dann sieht das dann so aus. Ich hole euch mal wieder näher ran. Das ist die ganz normale Spotify-Ansicht. Also da muss ich auf jeden Fall mal sagen, ich muss mal gucken im Auto, ob ich da auch die Autofahrassistenten anmachen kann. Mal gucken. Wir machen jetzt erstmal nochmal Nemesis, Wurzeln allen Übels. Autoplay. Automodus. Ah, da geht's an. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Also das muss ich im Autoradio dann mal testen. Den muss ich jetzt mal kurz noch leiser machen. Wir können jetzt zum Beispiel auch sagen, Alexa, spiele Böser Onkels. Zufallswiedergabe deiner Songs von Böser Onkels auf Amazon Music. Alexa, stopp. Das ruft dann natürlich von Amazon Music ab, weil Amazon Music mein Hauptmusikdienst ist.
Jetzt werden wir gleich mal testen. Josie! Ruf mal eine Große. Die muss jetzt helfen. Die ist garantiert schon wieder am Fortnite zocken. Hat Kopfhörer auf und quatscht mit ihren Leuten. Können wir mal, was für mich halt noch mega interessant am Echo Auto ist, ist das, was ich euch jetzt zeigen werde. Alexa, drop in Josies Echo Dot. Ich kann Josies Echo Dot nicht kontaktieren, weil es offline ist. Okay. Alexa, drop in Echo Dot Flur. So, ich bin jetzt, mach jetzt ein Drop-In mit dem Echo Dot im Flur. Hallo? Hallo? Also ich höre den im Flur. Test, test, test. Wir können ja mal, passt mal auf. Auf der bescheuerte Idee kann nur ich kommen, pass auf. Hier oben ist Licht an jetzt, das sieht man ja, ich mach mal kurz. Damit ihr den Unterschied seht. So. Ich bin jetzt verbunden über Drop-In mit dem Echo Auto, mit dem Echo im Flur. Im Schlafzimmer habe ich auch ein Echo. Jetzt versuche ich mal über den Echo Auto, dem Echo dort im Schlafzimmer, einen Befehl zu sagen. Mal gucken, ob er was macht. So, passt auf. Genau. Alexa, also nicht du. Alexa, drop in Odins Echo Dot. Ich kann diesen Drop-In gerade nicht tätigen, weil du dich bereits in einem Gespräch befindest. Also. Bitte mich zuerst aufzulegen, bevor ich den Drop-In starten kann. Weil der heißt auch Alexa, deswegen müssen wir was anders machen. Alexa, Drop-In Stop. So, war auch grün hier unten gerade, werde ich euch gleich zeigen. Ich habe jetzt einen Fehler gehabt, weil der im Schlafzimmer reagiert auf Alexa, der im Flur auf Echo und sie reagiert ja auch auf Alexa. Also wenn ich dann das A-Wort sage, dann reagiert sie und ich wird es nicht weitergeleitet. Gut, nächster Versuch. Alexa? Alexa? Drop in Echo dort, nee, Odins Echo dort. Odins Echo Dot oder Echo Dot Flur? Odins Echo Dot. Odins Echo Dot. Odins Echo Dot. Alexa? Alexa? Entschuldigung. Odins Echo Dot oder Echo Dot Flur? Odins Echo Dot. Alexa, drop in Odins Echo Dot. Du hast nach Olivers Echo Dot gefragt, aber ich kann diesen Namen in deiner Kontakt- oder Geräteliste nicht finden. Also ist nur, wo ich es erlaubt habe, können das machen. Alexa, Odins Echo Dot. Ach so, ich muss ja wieder sagen, Alexa, drop in Odins Echo Dot. So, jetzt bin ich mit dem im Schlafzimmer verbunden und der reagiert auf das A-Wort, der im Flur nicht. Wenn ich jetzt hier sage, ich mache es auch echt extra leise, weil der ist ja laut im Flur. Echo? Echo? Nee, zu nah ran ist schlecht. Echo? Schrank aus. Echo? Schrank aus. Das will er nicht machen. Also das klappt nicht. Echo? Schrank aus. Echo? Schrank aus. Na, das funktioniert leider nicht. Echo? Schrank aus.
Alexa, Schrank aus. Schrank aus. Alexa, Schrank aus. Was ist denn hier los? Echo, Esstisch aus. Das hat funktioniert. Aber jetzt bekommt sie natürlich auch keinen Strom. Sie ist jetzt abgeklemmt. Alexa? Alexa? Echo? Esstisch an. Test, Test, Test. Ist ja immer noch verbunden. Aber über das Handy. Du solltest kommen. Ich wollte was testen mit dir. Was denn? Ja, du sollst. Ich hab ausgemacht. Warum? Mach dein Echo an. Okay. Warum? Da, frag nicht so viel, mach's. Ich bin jetzt immer noch mit Odins Echo dort verbunden, aber jetzt nicht mehr. Nicht mehr mit. Nicht wundern, ich werde jetzt nach dem Video wieder zurück umbenennen. Ich habe jetzt andere Namen drin. Aber Echo dort, Quatsch, Drop-In ist grundsätzlich nur aktiviert für die Geräte in meiner Liste. Für nichts anderes, ist alles anderes blockiert. So, ich mache das jetzt aus und kann jetzt hier zum Beispiel auch sagen. Lebt noch. So, kann jetzt Obert Handy jetzt auch sagen. Einschalten. Esstisch an. So, jetzt ist der Esstisch an. Jetzt müssen wir hier kurz warten. Ich mache mal das hier oben rauf, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. Einen Moment bitte. Ich stelle die Verbindung zu deinem Telefon her. So. Und dann wird auch gleich die Musik wieder gestartet. Ich kann jetzt über Handy stoppen sagen, oder? Alexa? Weiter? Das ist auch nicht, wenn ihr jetzt hier guckt, das ist auch nicht im Handy. Also hier unten geht kein Streifen an. Alexa? Weiter? Weil wenn es im Handy so wäre, dann würde das so aussehen. Achso, und die Interaktion mit... Ja, ich bin Passagier. Ich muss sagen, ich bin Passagier. Ich bin ja Passagier. Bin ja auch jetzt, fahre ja auch jetzt nicht. So, wenn ich mit Alexa rede, dann sieht das nochmal so aus. Wird jetzt natürlich auch unterbrochen, weil ich jetzt mit dem Handy ja verbunden bin. Weiter. Und geht natürlich auch weiter. Aber das Handy soll man ja bei der Fahrt nicht benutzen und deswegen habe ich ja so ein Echo. Beziehungsweise deswegen wollte ich ja so ein Echo haben. So, jetzt gucken wir mal. Bluetooth-Geräte ist das auf jeden Fall drin. Wir gucken jetzt mal bei Bluetooth-Geräte rein. Also ich bin mit dem Echo Auto verbunden. Und der hat den Recht für Anruf, Audio, Medien und Kontakt. Das werden wir auf jeden Fall ankoppeln. Was? Mein Echo lädt nicht. Warum nicht? Da ist immer noch der grüne Streifen. Gucken wir gleich an. So, also ich habe das jetzt mal entkoppelt, damit ich es im Auto wieder koppeln kann. Das werde ich dann, wie gesagt, das ist ja jetzt nur der erste Test. Das ist jetzt nur der erste Test. Es läuft, ich habe es jetzt hiermit gestartet. Wir können jetzt hier auch den Strom rausmachen, oder? Ja. Wir waren jetzt hier aber verbunden mit einem Klinkekabel. So. Ausmachen. Jetzt werde ich das gleich im Auto noch mal testen, wenn wir unterwegs sind,
Und werde das dann einfach mal sagen, dass er nicht mit dem Klinkenkabel verbunden ist, sondern ich werde dann einfach mal sagen, Bluetooth, zwar über das Handy soll er die Daten kriegen und alles, aber Wiedergabegerät soll per Bluetooth das Autoradio sein. Das will ich dann mal testen, ob das funktioniert. Nicht wahr? Und inwieweit wir da noch was machen können. Also ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen. Ich werde jetzt den Echo Auto in den nächsten Tagen, Wochen ein bisschen testen. Ich bin vorher nicht dazu gekommen, das Video zu machen, also konnte auch noch nicht testen. Wie gesagt, das ist das allererste Mal, dass ich ihn jetzt benutzt habe. Vom Handling bin ich begeistert, ist schön klein, schnucklig, reagiert gleich drauf, wenn man es sagt. Ich denke mal, in der Zukunft werden die dann überflüssig. In den neuen Autos ist der Echo dann schon mit eingebaut. Also BMW ist jetzt wohl, glaube ich, die erste Autofirma, die gesagt haben, wir semmeln das in unsere Autos drin. Dann kann man praktisch das komplette Innenleben im BMW mit A-Punkt steuern. Und also ich habe ja Alexa, kann ich ja sagen, ich habe ja stumm geschalten. Kannst du dann mit Alexa steuern, kannst halt sagen, Licht an, Licht aus und was weiß ich alles. Das weiß ich noch nicht. Das haben sie noch nicht so bekannt gegeben. Also ich denke mal, Radio wirst du steuern können, Spotify und sowas alles. Aber wie dann weiterläuft, müsste man gucken, wenn die ersten Videos dazu da sind. Ich habe kein BMW, ich werde mir auch so schnell kein neues Auto leisten können. Davon ab. Ich bin mal gespannt, was da noch geht in der nächsten Zeit. Also Potenzial auf jeden Fall ist da. Was ich beim Echo Auto nur zum Bemängeln habe, ist, man hätte da noch einen Schritt weiter denken können. Und hätte es als Schnittstelle für schon vorhandene Autoradios mit Bildschirm nutzen können. Dass man vielleicht noch einen kleinen Klinkekabel ranmacht, wo man dann oder den Klinkekabel, den man hat, dass man den auch mit einem Adapter nutzen könnte. Rot-Weiß für Stereo halt und einen gelben für Bild. Weil viele Autoradios haben ja auch die Möglichkeit, eine externe Kamera anzuschließen oder was weiß ich. Dass man oder das oder über eine App gelöst, dass man halt Amazon Fire TV Auto App und die App sich per Bluetooth oder was weiß ich mit dem Echo verbindet und dass die App dann halt nur eine grafische Schnittstelle ist, dass man halt den Echo so benutzen kann wie jetzt. Aber halt über die App dann halt grafisch sieht, was man auf Spotify hört, was man auf Amazon Music hört. Und dass man da dann halt auch Touchscreen benutzen könnte und damit halt vor, zurück, also so eine Sachen halt im Fire TV, also im Echo Auto auslösen könnte. Das würde ich mir wünschen. Vielleicht kommt ja sowas noch, dass man da dann noch ein bisschen weiter denkt für die Leute, die schon in Android, wie ich habe ja ein Android-Radio drin. Aber Google Assistance, ich habe noch ein altes, ist da. Also deswegen würde ich mir wünschen, dass das da weiter kompatibel gemacht wird. Und man muss ja nicht da stoppen, nur weil das so ist, heißt ja nicht, dass es so bleiben muss. Man kann ja nach höherem streben und warum soll man da Stopp machen? Man kann ja noch mehr machen, wenn es möglich ist. So. Das sollte jetzt soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefreut. Ein Däumchen wären Träumchen. Ich werde den heute jetzt mit ins Auto nehmen, anbauen und dann mal gucken, wie er sich jetzt in den nächsten Tagen schlägt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.